schief. Auf die Botschaft kommt es an. Meinst du? Ich glaube, Plakate muss man gerade kleben. Man hängt ja auch kein Bild schief auf. Aber es erregt so mehr Aufsehen. Jeder denkt sich, welcher Depp hat dieses Plakat angeklebt. Dabei hat er es gelesen. Ich nicht. Ich würde ein schiefes Plakat nie lesen. Und außerdem gehe ich auch ohne besondere Aufforderung zur Gemeindewahl. Dann haben Sie es doch gelesen, Asmussen. Sie Lügner, Sie. Nix Lügner. Ich habe das Plakat am Rathaus gelesen. Und das hängt gerade. Für wen machst du denn das? Dem Gemeinwohl zuliebe? Nein, nein, meiner Oma zuliebe. Sie gehört dem Wahlausschuss an. Dickelsen soll wieder die höchste Wahlbeteiligung im Kreis bekommen. Also dann, schönen Tag noch, Asmussen. Tschüss. Tschüss. Plakate ankleben verboten. Hat das Gesetzeskraft? Das ist eine amtliche Verfügung. Aha. Dann hat aber der amtliche Verfüger gegen seine eigene Verfügung verstoßen. Wieso? Na, ist doch klar. Er macht als Erster, was er anderen verbietet. Wie anders als mit einem Plakat sollte die Behörde dann verfügen, dass Plakate ankleben verboten ist? Jedenfalls doch wohl nicht so. Schauen Sie mal, Herr Heid. Dürfen Sie etwa eine Einbahnstraße in verkehrte Richtung befahren, nur weil Sie das Schild Einbahnstraße selber aufgestellt haben? Guten Tag, Herr. Du musst weg? Ja, zu Schnittke. Aber es kommt nicht auf die Minute an. Was gibt's denn? Ach, ich wollte wegen der Hochzeit von Bea und Hugo gerne etwas mit dir besprechen. Ja, was denn? Die beiden wohnen doch noch so beengt in dem alten Gesindehaus. Der Anbau wird erst nächstes Jahr fertig. Na ja, und da habe ich mir gedacht, die Hochzeitsfeier könnte doch auch bei uns stattfinden. Warum nicht? Zumal ich am gleichen Tag Geburtstag habe. Gute Idee. Das wäre dann ein Abwasch. Außerdem schaut es ja nun doch so aus, als ob sich Kerstin mit Detlefsen verloben wolle. Das wären dann gleich drei Fliegen mit einem Streich. Fast schon ein Schwabenstreich. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich fürchte nur, Kerstin wird eine Verlobung mit großen Menschenmassen und all dem Schnickschnack nicht mögen. Na, glaubst du, ich mag das? Aber die Leute rennen uns so und so die Bude ein. Ich frage Kerstin mal. Oder willst du das tun? Ja, das mache ich. Und mit Annemarie, hast du schon gesprochen? Na, die ist ganz begeistert. Der kann es ja nicht lebhaft genug zugehen. Melde gehorsamst. Student Algematik hat das demokratische Gemeinwesen verdient gemacht. Liegt sonst noch etwas zum Wohle der Menschheit an? Jawohl, mein Junge. Pack dein Zeugs in die Waschmaschine, es ist voller Leim. Und dann darfst du für uns alle Kartoffeln schälen. Denn deine Mutter, dein Vater, deine Schwester und ich gehören auch zur Menschheit. Aber mit Begeisterung. Ich muss los. Ach, du fährst doch bei Hinnerzen vorbei. Bring mir eine Tüte Salbei-Tee mit. Mach ich. Sag mal, seit wann misstraust du meinen Medikamenten? Ich misstraue ihnen nicht. Sie helfen mir nur nicht gegen meine Bronchitis. Tschüss. Tschüss. Ich bin etwas zu langsam rausgekommen, was? Sie machen sich rar bei uns. Ja, das liegt nicht an mir. Ihr seht euch recht selten in letzter Zeit, oder? Kerstin zieht offenbar die Gesellschaft des alten Schnittger vor. Zu dem bin ich gerade unterwegs.
Na, da werden Sie Kerstin hier treffen. Alles etwas verworren, oder? Mhm. Aber es gelingt mir nicht, auf einen alten Mann, der meinen Respekt verdient und im Sterben liegt, eifersüchtig zu sein. Und dass er schneller stirbt, kann man auch nicht wünschen. Natürlich nicht. Ich wollte Sie was fragen, Herr Detlefsen. Meine Mutter hat demnächst Geburtstag und die Gräfin und Hugo Cornelsen heiraten an dem Tag. Ein großes Familienfest sozusagen. Und ich dachte, vielleicht ist das der Tag für eine Verlobung. Na, da fragen Sie besser Ihre Tochter. In Ordnung. Schönen Tag. Gleichfalls. Der würde dich glatt zum Kirchendiener degradieren. Na, wie ich den kenne, der würde mitlachen. Hallo, hallo. Komm rein, setz dich und hör zu. Der Pastor ist wieder voll in Fahrt. Erzähl ihn noch mal für den Doktor. Nee, nee, mach du das mal, Professor. Du kannst das viel besser. Also gut, pass auf. Mäxchen, ein kleiner Berliner, kommt in eine Klosterschule, wo es verflixt fromm zugeht, wie das so ist in einer Klosterschule. Jesus vorn, Jesus hinten und Jesus den ganzen Tag. Eines Tages unterrichtet die fromme Schwester in Biologie. Tiere sollen erraten, erkannt werden. Max, sagt sie, was ist das? Es springt lustig von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, hat einen langen, buschigen Schwanz und zwei drollige Knopfaugen. Mäxchen antwortet, also wissen Sie, normalerweise würde ich ja sagen, das ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier kenne, ist es bestimmt wieder unser liebes Jesulein. Ich würde ja bald abtreten. Aber Lachen macht mir immer noch Spaß. Das finde ich fabelhaft. Ich auch. Außerdem dürfen wir hoffen, dass im Himmel auch gelacht werden darf. So, Büdigott Schnittger, ich will nach Hause zum Nachmittagskindergottesdienst und zu unserem lieben Jesulein. Du wirst deinem Konfirmanden doch hoffentlich diesen Witz nicht erzählen. Ich werde darüber nachdenken. Tschüss dann, ihr Lämpchen hier. Tschüss, Pastor. Komm mal wieder, damit ich was zu lachen habe. So, dann legen Sie mal bitte aufs Bett, Professor. Lassen Sie das Hemd. Was interessiert mich, meine Puppe? Ja, aber mich interessiert sie. Na ja, wenn das so ist. So. Okay. Ja, es geht. Na, dann halte ich jetzt ein kleines Schläfchen. In einer halben Stunde kommt die Gemeindeschwester. Du kannst mit deinem Vater fahren, Kerstin. Ich habe doch mein eigenes Auto dabei. Außerdem möchte ich noch das Abendessen vorbereiten. Und das kann doch auch die Gemeindeschwester machen. Na, die Blumen müssen aber auch noch gegossen werden. Siehst du, Doktor? Sie liebt mich eben. Keine Einwände. Aber ihr Schatz, der Dillösen wird welche machen. Mit Grund. Na, jetzt schlafe ich ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Bringst du mich raus? Ja, klar. Wir werden die Hochzeit von der Gräfin mit Hugo an Omas Geburtstag feiern. Die Frage ist, hättest du nicht Lust, bei dieser Gelegenheit auch deine Verlobung mit Peter zu feiern? Ach so, na ja. Warum nicht, ja? Wenn du dich überrumpelt fühlst, das muss ja nicht sein. Doch, doch. Ich meine, Oma und Mama würden sich bestimmt auch drüber freuen. Ja, ich mich auch. Die Frage ist, freust du dich? Nicht so sehr. Also, ich halte eine Verlobung für ziemlich altmodisch. Aber Peter möchte ja auch gern. Dann tust du es also nur uns allen zuliebe? Ich liebe Peter. Alles andere ist doch egal. Ja, mag sein. Aber vernachlässigst du ihn nicht ein bisschen? Wir werden schon noch genug Zeit füreinander haben. Du bist ziemlich verändert, seitdem du aus Kiel zurück bist.
Ja. Warum, willst du nicht sagen? Ach, weißt du, ich brauche keine Aussprache als Therapie. Ihm habe ich alles erzählt. Und damit war's gut. Kommst du zum Abendessen nach Hause? Ja, sicher. Also dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Hinachsen! Schön am Tag zu schlafen. Schlaf doch. Dann ist man in der Nacht wach. Ja, das ist man dann. Wer ist das denn? Maria. Hä? Ich hab sie auf der Kirmes in Pilsen kennengelernt und mitgenommen. Das Haus und so. Und so? Ja, hauptsächlich. Gefällt sie dir? Ist das wichtig? Nee. Tag. Meine Mutter möchte eine Tüte Salbeitee. Ja. Ich werde jetzt alles nachholen, was dir zu meinem Glück noch gefehlt hat. Meine Mutter kann doch nichts dagegen haben, oder? Nein, kann sie nicht. Schön, ne? Wie man's nimmt. Warum schläft sie nicht in der Nacht? Es ist verrückt, Doktor. Ich habe sie zu mir genommen, damit sie für mich kocht. Salbei. Ja. Und das Haus in Ordnung hält. Ja, und jetzt kann es passieren, dass ich ihr das Bett mache, statt sie mir. Und kochen kann sie überhaupt nicht. Mein Gott, bin ich glücklich. Das freut mich für dich. Ja, meine Mutter wird sagen, sie ist eine Schlampe. Eine Nichtsnutzige. Aber deine Mutter ist ja tot. Ja, Gott. Gott hab sie selig. Sag mal, Doktor, ist sie nicht so richtig sexy, meine kleine Maria? So genau hab ich sie nun wieder nicht angesehen. Was meinst du, wie das Feuer in ihren Augen leuchten kann? Ich meine natürlich, wenn sie nicht schläft, ne? Ich brauch sie nur den ganzen Tag schlafen zu lassen, dann ist sie nachts putzmunter. Weißt du, was das Schönste ist? Du wirst es mir gleich sagen. Ich könnte es fertigbringen, sie zu heiraten. Meine Mutter würde natürlich Gift und Galle spucken, aber... Es scheint ein zusätzlicher Reiz für dich zu sein. Woher weißt du das? Ich bin so klug. Was kann sie denn sonst noch, ich meine, außer... Lachen. Lachen? Ja, es ist, als ob die Sonne aufgeht. Es überstrahlt alles. Sie verscheucht alle dunklen Gedanken in mir. Womit habe ich das nur verdient? Durch lang andauernden Verzicht. Du bist ein wahrer Freund, Doktor. Ich meine, du neidest mir das Glück doch nicht, oder? Nein. Geschenkt. Grüß euer und deine Frau von mir. Danke. Ich weiß nicht, warum. Kerstin hat kein Wort darüber verloren. Sie sagte nur, dass sie nicht mehr zu euch zurückfährt. Ich verstehe das nicht. Wir haben uns noch so gut verstanden. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Guten Tag. Ach,
Da bist du ja. Kerstin, Liebling. Wir sprachen gerade von dir. Ich kam deine Mutter besuchen, aber ich komme auch, um rauszufinden, was du hast. Da werden sie nicht viel finden. Trinkst du einen Kaffee mit uns? Nee, danke. Ich möchte mir eine Biersendung ansehen. Die fängt jetzt nämlich an. Stine, sag mal, Kerstin, hat es dich geschockt, dass ich einen Freund habe? Es geht mich da nichts an. Von mir aus können sie ein Dutzend Liebhaber haben. Kerstin. Aber Kindchen, mein Mann weiß doch von diesem Freund. Sagen Sie nicht Kindchen zu mir. Außerdem ist mir egal, ob Ihr Mann davon weiß oder nicht. Kerstin, Erwachsene können doch über alles in Ruhe sprechen. Nenn mich nicht erwachsen, bloß weil es dir gerade in den Kram passt. Ich guck mir jetzt die Sendung an. Oh, Annemarie, sag mal, guten Tag. Guten Tag. Du weißt nicht zufällig, wo Mutter die Bedienungsanleitung für den neuen Inhalator hingelegt haben könnte? Nein, keine Ahnung. Olga ist auf der Parteiversammlung. Carsten ist meine Freundin Pauline. Freut mich. Entschuldigen Sie, ich bin in Eile. Sie sind noch ein bisschen da? Ja, Pauline bleibt zum Essen. Freut mich, bis später. Ist die Dame deinetwegen hier? Ist doch egal, oder? Gutes Stück. Ja, das Auto vielleicht. Eine Frau ist eben kein Auto. Vergiss die Biosendung nicht. Ich hab keine Lust. Brauchst du eine Aussprache? Nee, nur frische Luft. Bist du so lieb? Natürlich. Danke. Duftet ausgezeichnet. Schmeckt auch so. Olga kocht einfach zu gut. Ihre Küche ist der Feind jeder schlanken Linie. Also hör mal. Ist alles eine Frage der Dosierung. Der Arzt hat recht. Der Mann hat recht. Apropos, Carsten. Paulins Mann hat einen Forschungsauftrag am Biologischen Institut von Los Angeles. Toll. Das freut mich für ihn. Sagen Sie, Doktor, ist das nicht deprimierend, immer nur die Landbevölkerung zu verarzten? Ich meine, etwas Erhebendes, Aufregendes. Außer einer Grippe und einem Bluterguss steht hier wohl nicht zur Diagnose an, oder? Nicht jeder kann in Los Angeles forschen. Neulich hat der Doktor zum Beispiel einen Mann aus dem Moor gerettet. War ganz schön aufregend. Und auch erhebend. Ach ja? Aus einem richtigen Moor? War er vom Weg abgekommen? Wie man's nimmt. Er war besoffen. Eigentlich haben Sie sich damit was gekümmert, was Sie gar nichts anging, Doktor. Es gibt viele, die sich um Dinge kümmern, die sie nichts angehen. Ein gefährdetes Menschenleben geht alle etwas an. Schmeckt ausgezeichnet. Kommt Kerstin nicht? Ich habe ihr Bescheid gesagt. Ich verstehe gar nicht, dass sie noch nicht da ist. Die kommt schon noch. Sie hat was Wichtiges zu erledigen. Ihr Verhalten war schon seltsam. Einfach die Koffer zu packen und zu verschwinden. Naja, Kinder. Ich möchte gern, dass sie wieder zu uns zurückkommt. Wir haben diesbezüglich wenig Einfluss auf Sie. Da musst du schon selber mit ihr reden. Das will ich ja. Entschuldigung, aber ich hatte noch was zu erledigen. Entschuldigt, aber jetzt komm und iss. Komm. Wir haben gerade von dir gesprochen. Interessant. Einfach die Koffer zu packen und zu verschwinden. Das geht doch nicht. Das geht alles. Prost. Zum Wohl. Zum Wohlsein. Sag einmal, Kerstin, bist du uns nicht eine Erklärung schuldig? Ich? Fragen Sie doch mal Ihren Mann. Meinen Mann? Ja. Ihren Mann. Dein Apfelsaft. Danke. Ich nehme an, mein Mann hat sich dir in seiner dramatischen, gefühlsbetonten Weise zu nähern versucht. Ach, Kerstin. Nimm das nicht so ernst. So ist das Leben. Sag ihm einfach, er soll dich in Ruhe lassen. Er ist pathetisch, aber er ist leicht zur Vernunft zu bringen. Er hat's halt versucht. Aber er ist weder nachtragend noch böse, wenn du Nein sagst. Ich glaube, es ist besser, wir wechseln das Thema. Aber Frau Martissen, warum denn? Die Abgründe der menschlichen Seele sind doch hochinteressant. Unsere geheimen Wünsche und Sehnsüchte existieren nun mal. Aber sie werden von dummem Gequatsche auch nicht aus der Welt geschafft. Kerstin. Lass sie.
Sie ist so jung. Ja, jung. Aber alt genug, um ihr morbides Dasein zu durchschauen. Was geht mich ihr Mann an? Was die Abgründe ihrer Seele? Ihr mit der armseligen Moral eurer geheimen Wünsche und Sehnsüchte. Aber Kindchen, was weißt du schon vom Leben? Ich bin kein Kind mehr. Und ich weiß genug, um mitreden zu können. Sie und ihr Mann führen ein armseliges, verlogenes Leben, in dem es lediglich um die Befriedigung primitiver Sexualinstinkte geht. Tut mir leid, aber sie weiß nicht, was sie sagt. Das weiß sie sehr wohl. Ich finde sie toll. Ja, sie ist erwachsen geworden. Ich glaube, ich verstehe. Ich hoffe. Leb wohl, Annemarie. Auf Wiedersehen, Pauline. Ich bringe sie hinauf. Danke. Ich finde meinen Weg allein. War ja ein starker Abgang eben. Geht's jetzt besser? Ja, viel besser. Aber nicht gut. Es geht schon wieder. Da rauscht sie ab. Sehr sportiv. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, bloß Vati und Mutti verstehen. Wenn es drauf ankommt, sind sie Dufte und wissen, wo sie hingehören. Hm? Was ist eigentlich mit deiner Hilke? Große Pause. Nichts Genaues weiß man nicht. Sie sind sehr reich, weißt du. Und obwohl Hilke sehr in Ordnung ist, komme ich mir manchmal vor wie ein Nassauer. Ich bin mehr fürs Geben als fürs Nehmen. Ja, wenn man nichts hat, ist es ein bisschen doof. Ne? Das ist eine Eigenschaft, die uns verbindet. Hast du Ärger mit Detlefsen? Eigentlich nicht, aber durch die Sache bei Bränden ist mein Verhältnis zu Männern irgendwie, naja, nicht gestört, aber ein bisschen unterkühlt im Moment. Ich muss das erst verarbeiten. Logo. Nur bei Schnittger fühle ich mich beschützt und sicher. Gemütlich hier, was? Kannst ruhig reinkommen. Danke. Ich wollte dir nur sagen, Kerstin, du warst in Ordnung. Ich fand dich gut. Danke. Ich hab dir doch gesagt, dass dein Vater einen ganz brauchbaren Verstand besitzt. Deine Mutter übrigens auch. Kerstin, ich kann dich ja verstehen. Das ist ja auch schlimm. Sie tat mir nur irgendwie leid. Mir ja auch, aber ich konnte nicht anders. Ich finde, es gibt Wahrheiten, die müssen ausgesprochen werden. Ach, Kinder, da suche ich euch nun im ganzen Haus. Und wo steckt ihr? Im Stall. Im Stall. Ja. Ist ja auch gemütlich hier. Aber was ich euch noch zum Thema Pauline sagen wollte... Mutter, vergiss es, das Thema Pauline ist abgehakt. Oh, wie schade, mir fiele noch so viel dazu ein. Dann wollen wir mal. Wollen, müssen. Willen ist Pflicht, brauchen die Politiker. Das Schlimme ist nur, dass ich selbst eine wirklich ehrliche Haut um meine Kandidatur bemühe. Männchen, du sitzt doch auch im Gemeinderat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Besonders wenn die Ausnahme Olga Mattisen heißt. Ah, sie da, ein ganzes Bündel Stimmen. Moin, moin. Moin, moin. Frag dich nur, wo das Bündel sein Kreuz macht. Mach mich nicht umgekehrt, Doktor. Dieses ganze Getue an. Vor der Wahl versprechen Sie mal alles, nachher halten Sie sowieso nichts. Der da macht es genauso. Meinst du, wir schaffen es? Aber ja, wir haben das bessere Programm und den besseren Mann für das Amt des Bürgermeisters. Euer Nachteil ist nur, ihr sitzt schon sehr lange im Rathaus. Das ist ein Riesenhandicap. Wenn ihr besser regiert hättet, wäre es keins. Hallo, 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 wir taten unser Bestes, ja? Jetzt sehen wir uns heute Abend im Rathaus. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Halt! Moment bitte. Alle mal herschauen, ja?
Sehr gut, danke. So, und jetzt bitte einwerfen. Was ist eigentlich, wenn ihr die Wahl verliert? Das glaube ich nicht. Es wird zwar sehr knapp werden, aber verlieren? Nein, das glaube ich. Und wenn? Dann können wir auf den anderen rumhacken, weil sie nicht machen, was sie machen wollten. Warum ist denn das so? Ich meine, gute Ideen gibt's doch genügend. Nur so selten wird was draus. Zwischen einer guten Idee und ihrer Ausführung liegt die Politik, die von Menschen gemacht wird. Und Menschen sind bekanntlich häufig träge, feige und selbstsüchtig. Na, das ist ja eine Antwort, die einen jungen Menschen richtig aufbauen kann. Moin, Sophie! Moin, Olga! Moin, Olga! Moin, Emilie! Na, wie geht's denn so? Beschissen, wie du siehst. Von uns ist eine lahmer als die andere. Geben Sie mal her. Danke, Eike. Ja, ja, schon ein Kreuz mit dem Altwerden. Mühselig ist mühselig. Sterben will auch keiner. Wir auch nicht. Also werden wir alt. Wart ihr schon wählen? Wie das denn? Wir sind doch froh, wenn wir noch bis zur Mülltonne kommen. Ja, aber wählen ist Bürgerpflicht. Ach, wir können uns den Puckel runterrutschen. Auf unsere beiden Stimmen kommt das auch nicht mehr an. Ich würde schon ganz gern wählen. Aber es ist einfach zu weit und zu anstrengend für zwei alte Krüppel, wie wir es sind. So ist es. Eike, tust du mir einen Gefallen? Jeden. Klau einer von unseren beiden Damen das Auto und komm damit hierher. Hm? Ei, ei, Sir. Ich komme mal zu euch rein. Habt ihr auch eure Wahlkarten und eure Ausweise? Ja, natürlich. Ich gehe doch nicht ohne Wahlkarte zum Wählen. Gehen ist gut. So? Die Mathison spinnt doch. Die zwei wählen doch nie und nimmer unsere Partei. Sie fährt die Konkurrenz zur Wahl, damit die Opposition mehr Stimmen kriegt. Ja, also, wenn sie uns das vorher gesagt hätte, dann hätten wir das noch ausschlachten können für uns, aber... Das ist doch völlig idiotisch. Ich mach mal ein paar Fotos, vielleicht bringt das noch was. Ach, schaut doch mal her und lacht ein bisschen, ja? Erst nach der Wahl. Wie findet ihr denn das? Dass Frau Mathison euch so uneigennützig hierher bringt. Toll. Olga war schon immer eine feine Frau. Ist nur in der falschen Partei. Nee, ich nicht. Ihr. Ups. Moin. Moin. Sie wissen, was Sie da machen, ja? Natürlich. Ich verhelfe der Demokratie zu ihrem Recht. Bürgermeister, du liegst um eine Stimme zurück. Das heißt, du hast die Wahl wegen zwei Stimmen verloren. Kein Irrtum? Ich glaube nicht. Aber wir machen noch mal eine Gegenzählung. Wo ist denn der Sieger? Der Jens ist drüben im Aurora und guckt Fußball. Fußball? Ja. Der hat Nerven. Guckt Fußball und gewinnt die Wahl. Er hat gesagt, er wird das schon früh genug erfahren, ob er morgen Bürgermeister ist oder nicht. Der kann leicht reden. Wenn wir so dämlich sind und ihm seine Wähler zur Urne fahren. Was ist denn? Warum guckt ihr mich denn so an? Haben wir eben verloren? Deshalb geht doch die Welt nicht unter. Wir haben durch dich verloren, Olga. Durch mich? Wieso denn durch mich? Sag mal, spinnt ihr? Du hast die beiden Fußkrankenschwestern Neil zur Wahl gefahren. Na und? Ob ich das getan habe oder ein anderer? Ein anderer hätte das bestimmt nicht getan. Und jeder in Dekelsen weiß, wen die beiden seit 20 Jahren wählen. Hm? Wenn du sie zu Hause gelassen hättest, dann hätten wir die Wahl gewonnen. So ist es. Alles war umsonst. Die viele Arbeit und der Einsatz. Und die vielen kleinen Intrigen und Erpressungen. Ich muss sagen, dein Verhalten war parteischädigend. Ach, was versteht ihr denn eigentlich unter Demokratie? Haben wir nicht auch verkündet, es kommt auf jeden Stimme an?
Alte und Kranke in die Wahllokale? Man muss auch mal verlieren können. Man muss fair sein können. Und man muss auch seinen politischen Gegner respektieren. Bei euch langt es zu all dem nicht. Und deshalb will ich politisch mit euch nichts mehr zu tun haben. Hiermit gebe ich meinen Parteiaustritt bekannt. Helfen? Ist kein Mensch da. Ja, auch keine Fahrzeuge. Eine Begrüßung ist das. Ja, wenn keiner hier ist, dann kann einen auch keiner begrüßen. Ich verstehe das auch nicht. Ja, wir wollten eine stille Hochzeit, aber ein lautes Fest. Ach, das ist vielleicht ein Tag. Zuerst kommt der Pastor nicht zu unserer Trauung, weil er bei dem armen Schnittke ist, und schickt uns seinen Stellvertreter. Und ihr scheint auch nicht ein einziger Hochzeitsgast zu sein. Ja. Vielleicht steht auf der Einladung eine andere Uhrzeit. Schau doch mal. Moment, Moment. Verdammt still hier. Also hier steht. Vielleicht sind Sie doch zur Kirche gefahren. Aber dann wären wir Ihnen doch begegnet. Da muss was passiert sein. Aber was? Wenn wir hier stehen bleiben, werden wir es nie erfahren. Dann gehen wir doch rein. Ja. Vorausgesetzt, es ist offen. Und es ist jemand da. Jedenfalls, die Türe ist geschmückt. Jetzt gehen wir rein und schauen mal nach, was uns da drin Katastrophales erwartet. So ist es. Schließlich ist heute unser Hochzeitstag. Ja, und eine Hundsgemeine. Die Nachtschonne hättet uns im Stich gelassen. Ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Werdet glücklich. Und wir wünschen dir zu deinem Geburtstag alles Gute. Werde 1000 Jahre alt. Dank dir. Meine Süße. Hallo, mein kleines Mädchen. Schön, dass du gekommen bist. Das ist wirklich schön. Gerade jetzt. Ich spreche. Ganz ruhig sein. Zum Ruhigsein habe ich noch viel Zeit. Bald. Viel Zeit. Du wirst dich verloben? Ja, mit Peter Detlefsen. Das ist gut. Der ist in Ordnung. Lass ihn nicht warten. Er wartet ja nicht. Nein? Nein. Vielleicht doch. Jeder wartet. Musik.
Sag mal, wo bleibt denn deine Kerstin? Sie wird schon kommen. Na, hoffentlich. Na, Erich. Ja. Wo ist denn eigentlich Ihr Mann, Frau Eckholm? Er ist beim alten Schnittker. Der Doktor ist auch da. Das hört sich aber gar nicht gut an. Nein. Deshalb hat mein Mann die beiden ja auch nicht getraut. Er meinte, Schnittkers Weg habe einen Pastor nötiger. Das ist schon eine Freude mit unseren Männern, was, Ina? Für andere haben sie immer Zeit für uns. Wenig. Aber das hat den Vorteil, dass wir sie nie überbekommen können. Da geht's mir schon besser. Ich bin Marc wichtiger als alles sonst. Geworden, irgendwie. Egal. Ich bin's. Hätten Sie nicht Lust, die leeren Gläser gegen die vollen zu tauschen? Meine Last würde leichter werden und Ihre Stimmung noch besser. Sie haben uns überredet, Franz. Danke. Ich bleib beim Bier. Möchten Sie noch eins? Gern, ja. Wo ist denn Ihr Hinnachsen? Der kommt schon mal. Geht's Ihnen denn besser? Naja, sein Tee hat geholfen. Der hilft immer. Sag ich doch. Oh, soll ich noch einen kleinen Appetitanreger? Hm? Damit wir nachher nicht so viel essen, was? Nö, ich hab gesagt Anreger. Ja, dann. Ja. Und wie ist es denn mit Ihnen, Herr Bürgermeister? Nee, danke. Ex-Bürgermeister. Außer, dass ihr durch uns mit einer Stimme gewonnen habt, habt ihr doch noch nichts geleistet, du alter Automatenknacker. Ich mag Feuer. Ich auch, aber nur im Kamin. Wo ist denn eigentlich dein Hinnachsen? Der kommt schon noch. Er hat gesagt, ich soll mir die schöne große Hochzeit anschauen. Und wenn sie mir gefällt, dann macht er mir auch so eine. Und? Gefällt sie dir? Ich weiß nicht. So viele Leute machen einsam. Sag mal, wer ist denn der, der da bei Marc Baumstedt? Das ist der Untergang von Hendrickson. Was? Ja, aber er weiß es nur noch nicht. Mit dem Essen ist es dann gleich soweit. Gut, im Speisezimmer ist alles vorbereitet. Ich habe es kontrolliert. Verstehst du, warum Kerstin immer noch nicht aufgetaucht ist? Wer weiß, was mit Schnittger los ist. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir noch einmal auf die Braut anstoßen. Und auf das Geburtstagskind. Wo ist es? Hier ist das Kind. Aber den Bräutigam dürfen wir nicht vergessen. Nee. Hey. Danke. Oh. Zum Wohl, meine Sohn. Wohl. Prost! Mögen alle hochleben! Prost! Prost! Ist ja ganz nett hier. Fehlen noch ein paar Spielautomaten. Oh, oh Mann, musst du immer vom Geld verdienen sprechen? Komm, wir treiben es. Was denn zu sowas Altmodischem? Kannst du wohl nicht, was? Da kennst du mich aber schlecht. Na, was ist mit uns? Ja, eigentlich sollte man ja nur machen, was man kann, aber wenn ich sie mir so anschaue, dann mache ich doch glatt mal, was ich nicht kann. Darf ich bitten? Du darfst. Schnittger, wegen Kerstin. Ja, ich sag's nur, Matti.
Leb wohl. Nun ist der Kreis geschlossen, Schnittke. Dem Ende deines Weges folgt ein neuer Anfang. Ich gehe jetzt. Du bleibst wohl noch. Tschüss, Pastor. Wiedersehen, Doktor. Du solltest dann schon nach Hause. Schließlich ist bei euch ein großes Fest, wo du dabei sein müsstest. Siehst du, sie brauchen einander. Die Freude, den Schmerz. Die Geburt, den Tod. Was wäre das eine ohne das andere? Siehst du, das ist der Sinn des Lebens. Dadurch geht das Leben weiter. Ach, Schwester, ein Tee wäre jetzt gut. Mach ich Ihnen. Und ich helfe Ihnen dabei. Heute wollten wir uns verloben. Das lässt sich vertagen. Der Tod nicht. Und du wirst es, wie mir zumute ist. Ich weiß es. Nacht, Mutter. Schlaf gut. Ein Glück, dass morgen Sonntag ist. Oh Gott, ich bin so müde, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Feste sind immer anstrengend, aber es war richtig schön. Ja, es war's. Gute Nacht, Olga. Ja. Gute Nacht, Carsten. Gute Nacht. Gehst du noch nicht ins Bett? Noch nicht. Wir sterben alle mal. Ja, natürlich. Da hast du schon recht. Natürlich ist Mensch Mensch, aber... Er war kein Familienmitglied. Für Kerstin bedeutet er offenbar mehr als die Familie. Unsinn, das siehst du ganz falsch. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ist aber so. Ich muss ins Bett. Die Verlobung zwischen Kerstin und Peter können wir immer noch feiern. Dann haben wir gleich wieder einen Grund, nochmal zu feiern. Gute Nacht.